Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar für Tutorinnen und Tutoren der Freiwilligen im Schulbereich. Wir hoffen, dass Sie uns jetzt alle hören und sehen können. Wir hatten leider ein paar technische Probleme. Sie können gerne uns im Chat kurz schreiben, wenn Sie uns hören, dass wir einfach kurz sicher sind, dass es funktioniert. Okay, ich sehe schon, es fangen einige an zu schreiben, also ein gutes Zeichen. Okay, Super. vielen herzlichen Dank. Ja, wir entschuldigen uns wirklich nochmal für die Verzögerung. Technik spielt leider nicht immer mit. Genau, wir würden uns einfach mal kurz vorstellen. Ich selbst bin, genau, Christina Franz. Ich bin im DFJW-Büro in Saarbrücken und kümmere mich um die Seminargruppen D und E. Das heißt, ich bin Ansprechpartnerin für Einsatzstellen dieser Seminargruppe. Weiter an Rinja. Genau, also ich bin Rinja Rakete-Malana. Ich bin auch zuständig für den deutsch-französischen Freiwilligendienst im Schulbereich, allerdings vor allem für die Gruppe C und F. Ja, vielleicht können wir dann jetzt so das ganze Team jetzt noch vorstellen. Das sind noch 3 Personen zusätzlich. Dazu ist noch unsere Kollegin Victoria Seidel. Hallo, ich weiß nicht, ob man mich hört oder sieht. Ja, okay. Genau, also hallo zusammen, ich bin Viktoria Seidel. Ich arbeite im Deutsch-Französisch Jugendwerk in Paris und kümmere mich mit meinen Kollegen aus Saarbrücken zusammen um den Freiwilligendienst an Schulen. Speziell, also konkret kümmere ich mich um die Gruppe B dieses Jahr. Und ich werde heute den Chat moderieren und werde deshalb auch gleich meine Kamera und mein Mikrofon wieder ausstellen, um die Verbindung nicht zu gefährden. Und genau, antworte sehr gerne auf Ihre Fragen im Chat. Ja, ich bin Anna Biederer. Ich bin Freiwillige seit Anfang September hier im Deutsch-Französischen Jugendwerk in Paris und werde jetzt für ein Jahr hier arbeiten im Bereich Freiwilligendienst und freut mich hier zu sein. Hallo zusammen, mein Name ist Lorin und ich bin eine Freiwillige, die für den Schul- und Hochschulbereich arbeitet. Ich bin in dem DFJW seit dem 8. September und ich arbeite in Saarbrücken. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen, dass wir insgesamt 17 Teilnehmer haben. Oder jetzt gerade 18. Wieder 18. Genau, also wir vermuten, dass es noch vielleicht ein paar Leute, die dazu noch also anstoßen werden. Wir werden erstmal kurz alle Namen vorlesen, zu wissen, wer da ist. Also zusätzlich vom Team sind noch Isabelle Unzog, Nathalie Antoine, Dennis Bramstedt, Cora Zönel, Stefan Edelmann, Andreas Leich, Honorine Briseau, Matthias Pieper, Bettina Richter, Silke Homburg, Matthias Zink, Silvia Kuchenbrot und Dr. Svenja Bruse. Herzlich willkommen an alle. Wir hätten noch ein paar kleine Infos zum Format. Also erstmal ist es so, dass wir sprechen können. Sie können uns auch. Ach, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich sage das danach. Alles gut. Okay. Genau, Sie können uns sehen. Wir können Sie leider nicht sehen. Und um mit uns zu kommunizieren, können Sie, wie Sie es ja auch teilweise schon gemacht haben, einfach im Chat Ihre Anmerkungen schicken oder Ihre Fragen. Und wir Genau, die Kollegin wird versuchen, im Chat schon auf einige Fragen zu antworten, aber wir werden auch nach jedem Kapitel nochmal auf die Fragen zurückkommen und gegebenenfalls beantworten, wenn sie noch nicht beantwortet wurden. Ja, Genau. das, ja. Und was ich gerne sagen wollte, ist, dass Sie gerne auch sich vorstellen, so im Chat können und einfach nur sagen, so wer Sie sind und wo Ihre Ansatzstelle sich befindet. Also können wir auch ein bisschen Eindruck haben, so von wer wo ist. Also falls Sie das möchten, dann lesen wir gerne genau Ihre kleine Vorstellung. Genau, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie was schreiben, dann ist auch Ihr Name sichtbar und auch die Kommentare. Nur zur Info. Die Aufzeichnung bekommen Sie dann nach dem Webinar zugeschickt und auch alle Dokumente, über die wir sprechen werden.
Dann kommen wir zum Ablauf. Also jetzt zum Ablauf. Also da, Sie haben gerade heute Nachmittag die Tagesordnung per E-Mail erhalten. Nur ganz kurz, dann werden auf jeden Fall das ganze Programm des Deutsch-Französischen Freiwilligendienstes vorstellen, ein paar, also mehrere administrative Informationen dann geben, auch ein paar Tipps und Pflichten für die Begleitung der Freiwilligen. Und dazu werden wir auch das Glück haben, dass eine Tutorin auch ein bisschen so einen Erfahrungsbericht dann uns mitteilen kann. Genau, und wir werden jedes Mal dann so eine kleine Pause machen und danach auf Ihre Fragen so wieder zukommen lassen. Also wir teilen die Infos mit und dann machen wir immer eine Pause, um alle Fragen beantworten zu können. Und wir freuen uns auch, dass es jetzt schon im Chat läuft und jetzt wissen, woher ihr alle kommt. Genau. Also vielleicht bevor wir aber alles anfangen, also hier ist, also auf dem Bild können Sie den Tagesablauf dann sehen. Aber bevor wir anfangen, hätten wir ein paar Informationen wegen dem wegen der Gesundheitskrise, wo wir alle aktuell uns befinden über das Covid-19. Wir hätten dann vier wichtige Informationen vielleicht an Ihnen alle. Also erstmal, es gibt keine Garantie, dass alle Seminare physisch stattfinden können und werden. Allerdings werden alle Freiwillige also immer bei denselben Daten freigestellt werden sollen, weil wir, falls die Seminare nicht physisch stattfinden, dann wird das online stattfinden können. Und dafür brauchen Sie natürlich auch Zeit dazu. Zweiter Punkt, falls eine Ansatzstelle dann schließt, wegen Quarantäne zum Beispiel, dann ist immer die Priorität für die Freiwilligen, im Homeoffice weiterarbeiten zu können. Und dafür müssen sie auch von den Tutoren integriert werden, von den ganzen in den Unterrichten, falls sie dann online stattfinden in ihrer Schule. Ja, also letztes Jahr zum Beispiel hatten wir schon mehrere Tutoren, die Freiwilligen angeboten hatten, einfach eine Unterstützung von Schülern online zu machen, so entweder einzelne Begleitungen oder so mit einer kleinen Gruppe. Oder es gab auch sogar so mehr kreativere Aktivitäten, zum Beispiel ein Exit Game, das online stattgefunden ist. Also das wäre die Priorität. Also der dritte Punkt ist, also generell, falls eine Ansatzstelle dann schließt, wegen Quarantäne, dass sie das uns so schnell wie möglich melden, sodass wir auch wissen können, so wie die Lage von den Tutoren und die Freiwilligen dann ist. Und letzter Punkt, dass der DFJW übernimmt dann dieses Jahr keine Reisekosten, falls die Freiwilligen zurück nach Frankreich fahren wollen wegen der Quarantäne. Ja, ich glaube, das war's für mich. Dann, wir würden dann in kurz eine kleine, bevor wir die ganze Vorstellung von dem Programm anfangen, dann würden wir gerne ein kleines Video dann online zeigen. Allerdings wir haben technische Probleme, wie ihr schon das bemerkt haben. Allerdings finden wir das nicht. Dann vielleicht könnte eine Kollegin von mir dann den Link auf dem Chat schreiben, von einem Video von der DFJW. Und genau, da ist es schon. Genau, also wir würden euch alle, Ihnen alle einladen, auf diesen Link auf YouTube zu schauen und das Video dann anzuschauen. Es tut uns leid für diese informatischen Probleme. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder.
Ich glaube, wir sind jetzt mit der YouTube-Video fertig. Ich glaube, also ich höre das Video gerade jetzt. Es ging jetzt gerade los. Peter, kannst du das stoppen? Ich kann, also das Video jetzt geht nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob Sie alle das Video gesehen hatten. Ich mache einfach mal, okay, ist zu Ende, super. Okay, genau, das Video, Sie konnten das jetzt sehen, das war ein kleiner Einstieg in das Programm. Wir möchten Ihnen das einfach noch mal kurz und knapp vorstellen. Genau, und zwar der Deutsch-Französische Freiwilligendienst, der existiert seit 2007 und ist im Auftrag der deutschen und französischen Regierung ins Leben gerufen worden. Es ist so, dass das Programm einerseits vom französischen Service Civique unterstützt wird und aber auch von deutscher Seite vom Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Allerdings für die Freiwilligen, die Sie betreuen, also die französischen Freiwilligen, ist es ausschließlich ein Service Civique. Das andere Programm ist leider nur eine Unterstützung für die deutschen Freiwilligen. Den Freiwilligendienst im Schulbereich, den gibt es jetzt seit 2012. Und ja, dieses Jahr haben wir 70 deutsche Freiwillige, die aktuell in Frankreich sind, und 47 Freiwillige, deutsche Freiwillige, Entschuldigung, französische Freiwillige, die aktuell in Deutschland sind. Das ist also ja nicht ganz ausgeglichen. Ist natürlich das Ziel generell, dass die Zahl ungefähr gleich ist, ist leider nicht immer möglich. Und dieses Jahr können wir aufgrund der Corona-Situation trotzdem froh sein, so viele Freiwillige entsendet zu haben. Ja. Also ich höre jetzt im Hintergrund ein Video, was heute läuft. Und ich weiß nicht, ob das man stoppen kann. Genau. Also ich weiß nicht, also für alle Teilnehmer, wie das aussieht, ob ihr auch noch ein Video jetzt im Hintergrund hört, aber ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Aber. Nein, okay, dann ist es noch einmal bestimmt ein informatisches Problem. Ich versuche dann weiter richtig zu reden. Weiter zu der Vorstellung. Also wir wollten Ihnen kurz auch noch Ihnen Bescheid sagen, dass wir eine Ansatzstellenkarten haben, wo Sie alle erfahren können, in welcher Stadt genau eine Ansatzstelle gibt, die Teil vom Deutsch-Französischen Freiwilligendienst teilnimmt. Diesen Link könnt ihr diesen Link könnt ihr auch der Link steht auch ganz oben vom PowerPoint. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Und ja, eine meiner Kolleginnen kann auch entweder Victoria oder Lorin oder Anna kann auch den Link im Chat schreiben, so dass sie auch Zugang zu dieser Karte haben können. Und dann werden Sie auch sehen, wenn Sie auf diesem kleinen, also ganz oben rechts, wenn Sie auf diesem kleinen viereckiges Kreuz dann klickt, dann könnt ihr auch alle Details und alle Namen, alle Kontaktdaten dann haben. Genau. Generell zu den, also mit der Karte sind wir durch, ne? Zu den Zielen des Programms, also der Deutsch-Französische Freiwilligendienst im Schulbereich hat das Ziel, die Sprache und die Kultur des entsprechenden Nachbarlandes zu fördern. Das heißt, jetzt für die französischen Freiwilligen, die sie aufnehmen, die französische Kultur in Deutschland dazu beizutragen, bekannt zu machen, auch gleichzeitig die Mobilität der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Also generell Mobilität, europäische Mobilität, weltweite Mobilität. Das sind so die Ziele, großen Ziele des Programms. Genau. Christina, könntest du vielleicht weitermachen? Ich muss dir das kurz regeln. Ja, Moment. Tut mir leid. Also mit dem Ablauf weiter mit den Aufgaben.
Okay, genau. Wir würden gerne noch die Aufgaben näher vorstellen, damit Sie da, da auch Ideen bekommen. Und zwar generell ist es das Ziel, wie gesagt, das Ziel hatte ich schon genannt. Die Aufgaben können sich generell richten, einerseits nach den Bedürfnissen der Einsatzstelle, aber auch den Kompetenzen und Interessen der Freiwilligen. Deswegen ist es immer gut, am Anfang auch das abzugleichen. Beispiele für Aufgaben können einerseits sein, AGs anzuleiten, also können verschiedene Bereiche sein, Theater-AG oder was Musikalisches, Fremdsprachen-AG, also oft ist es so, dass die französischen Freiwilligen eine Französisch-AG anbieten möchten, ein bisschen, um ja die Sprache näher zu bringen, aber auch auch verschiedene Gewohnheiten oder Kochen, alles Mögliche. Dann Unterstützung bei Organisation von Austauschen. Ich schätze, dass das dieses Jahr etwas geringer ausfallen wird, dass wahrscheinlich weniger Austausche geben wird. Ist aber generell auch ein wichtiger Bereich. Es können natürlich auch Brieffreundschaften sein. Und ansonsten Begleitung von Ausflügen ist eine Möglichkeit, Ausflüge oder Hilfe bei der Organisation vom Tag der offenen Tür oder verschiedenen Veranstaltungen, die Schule organisiert, zum Beispiel einen Deutsch-Französischen Tag oder Europatag, alles Mögliche. Und Beratung von Schülern oder Schülerinnen, die ins Ausland gehen möchten. Und außerdem natürlich gerne Unterstützung im Unterricht, da ist es aber wichtig, dass die Freiwilligen nicht nur im Französischunterricht eingesetzt sein müssen, sondern auch sich in anderen Fächern einbringen können. Es kann alles Mögliche sein, naturwissenschaftliche Fächer oder Geschichte, Politik. Da ist den ganzen Kenngrenzen gesetzt und es kommt wirklich auch die Interessen der Freiwilligen und Bedürfnisse der Schulen an. Genau. Also vielen Dank an Vianney Guibaud, der jetzt gerade zum Webinar angekommen ist und der dieses Jahr wieder ein Tutor von einer Freiwillige ist. Und und er begleitet eine Freiwillige dieses Jahr. Und wir hatten ihn gefragt, so einen kleinen Erfahrungsbericht dann sagen zu können. So, ja, also dann lasse ich. Könnt ihr mich hören jetzt? Ja. Ja, super. Perfekt. Guten Tag alle. Ich bin Vianney, ich bin Franzose, ne? Nicht wunder von meinem Akzent und von meinem Fehler. Ich arbeite in der französischen Schule in Hamburg als Hortleiter, GBS-Leiter. Und ja, wir empfangen Freiwilligerinnen. Also wir haben immer drei Frauen gehabt seit 2018 und das läuft immer super gut. Also ich kenne ein bisschen das, weil ich auch selber Freiwilliger war. Also europäischer Freiwilligendienst gemacht habe seit, in 2004 in Deutschland. Deswegen, für mich war die Mission als Tutor sehr wichtig, dass wir den von vorne an empfangen. Ich mache das so, dass wenn ich die Info bekomme von der DFJW, dass wir den Freiwilliger empfangen, dass ich nehme sofort Kontakt und erste Sache, dass wir versuchen, eine Wohnung zu finden. Weil ich weiß nicht, wo er ob ihr das Problem habt, aber in Hamburg, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mittlerweile, also ich arbeite in der französischen Schule, dann wir haben eine kleine französische Kommunität, die Eltern helfen mit auch, wir haben manchmal Wohnungen durch die Kommunität gefunden, und aber dieses Jahr die Freiwilligen selber gefunden. Dann das klappt, und wenn das schon geregelt ist, dann ist alles einfacher. Und da die ersten Tag, dann ich versuche die Freiwilligen zu empfangen, direkt Bahnhof oder Flug, letztes Jahr war Flughafen, und ihnen ja richtig zu empfangen und dann zu zeigen ein bisschen wo, was sie finden kann mit Bus und Bahn, und und dann kommen sie zu uns bei der Arbeit und dann so zu erklären, was die Mission sind. Also ich arbeite in der Schule, aber ich kümmere mich um ausschulischer Bereich, das ist mir, also was periskolär betrifft. Die Freiwilligen weiß ganz genau, was sie zu tun hat. Und es gibt die ganzen administrativen Sachen zu regeln, Meldebehörde,
Bankgeschichte, weil wir ein bisschen, also Geld braucht man. Und dann das versuche ich alles mit dem Freiwilliger zu machen. Das ist auch ja Zeit, dass wir auch reden können, wenn man in Wartezeit ist und sowas. Und dann, ja, so läuft das. Also und dann im Jahr versuche ich regelmäßige Termin zu machen. Erste Woche zum Beispiel, also eine kleine Rückmeldung, wie war die Woche und so weiter. Und dann nach einem Monat und dann danach nach Bedarf. Also wir haben wirklich Glück, weil es seit 3 Jahren super läuft mit den Kolleginnen. Die machen einen super Job immer. Also dann, ja, ich muss mich nur bedanken wegen der Qualität, die sie uns schicken. Und ja, das macht Spaß, deswegen sind wir immer dabei. Und ja, das gibt Ideen in der Schule, weil mein Bereich hat einen deutsch-französischen Freiwilligendienst. Und jetzt, ich habe darüber gesprochen an die Kollegen von Gymnasium oder von der Kita, von der École Maternelle bei uns. Und ja, die würden auch interessiert. Mal sehen, wie wir das machen können. Aber das heißt, das kommt gut an im Programm. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mehr erzählen soll oder sowas, aber das war mein kleiner Beitrag. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich vollständiger Beitrag. Also ich, so, wir bedanken uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank an euch alle. Bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall. Und dann, wenn Frage von anderen Kollegen, also ja, können Sie ja auch gerne meine Mailadresse geben und sowas. Kein Problem. Okay, dann sehr gerne. Vielen Dank. Ich weiß, dass, dass ihr dann nicht, nicht sehr lange bleiben könnt. Dann, ja, ich muss weiterarbeiten. Die Kinder sind da. Dann wir lassen sie dann wieder frei und vielen Dank auf jeden Fall für den Beitrag. Ich dafür. Vielen Dank. Ciao. Dankeschön. Das heißt, dass wir aber jetzt weitermachen werden. Genau. Es wurde noch nicht gesagt, dass die Freiwillige, aber das ist selbstverständlich, dass die Freiwilligen natürlich keine Sprachassistenten sind. Das sind keine Praktikanten und das sind aber natürlich keine festen Arbeitskraft. Also die dürfen auch keine feste Arbeitskraft ersetzen. Und ja, das heißt, dass sie auch nicht so eigenverantwortlich für die Schüler bei den Unterrichten sein haben können. Ja, also das ist, es ist dann an, okay, dass die Freiwilligen dann vielleicht in einem Raum mit Schülern oder einer kleinen Gruppe von Schülern alleine bleiben, das ist kein Problem. Aber es muss immer ein Verantwortlicher in der Nähe sein, der dringend dann bei der Freiwilligen sich melden können, falls sie Probleme treffen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, weil jedes Jahr haben wir manchmal Beispiele, also oder Erfahrungen von Freiwilligen, die darüber berichtet haben. Genau. Machen wir weiter mit den Seminaren. Genau. Und genau, Sie wissen ja alle, Ihre Freiwilligen haben ja jetzt schon am ersten Seminar teilgenommen. Es gibt insgesamt während dem gesamten Jahr 4 Seminare. Das sind 25 Seminartage und die sind verpflichtend. Das ist also kein, also zählt nicht als Urlaubstage, sondern ist wirklich fester Bestandteil der, des Freiwilligendienstes. Genau, das erste Seminar beginnt immer direkt Anfang September. Das hat stattgefunden. Es gibt ein zweites Seminar im November, Dezember. Ein drittes ungefähr März, April und das vierte ganz am Ende, Ende Juni. Die Daten, die werden Sie noch bekommen. Also wenn Sie sie noch nicht bekommen haben, folgen die dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich per E-Mail. Generell zu den Seminaren ist es so, dass die deutsch-französisch sind. Das heißt, es nehmen einerseits deutsche Freiwillige und auch französische Freiwillige teil. Also die treffen die französischen Freiwilligen, treffen auch die deutschen Freiwilligen, die gleichzeitig auch in der Schule in Frankreich einen Freiwilligendienst machen. Und die Seminargruppe bleibt immer die gleiche. So, generell geht es darum, die Freiwilligen wirklich interkulturell und sprachlich auf ihren Aufenthalt im Ausland vorzubereiten. Dann geht es auch darum, sich mit den anderen Freiwilligen austauschen zu können, also auch ein Netzwerk zu bilden, auch zu schauen, wie ist die Erfahrung von den anderen Freiwilligen, die in einer ähnlichen Einsatzstelle sind, im anderen Land eingesetzt sind.
Und was auch ein wichtiger Bestandteil ist, ist wirklich die Kompetenzen, die die Freiwilligen im Laufe des Jahres erlangen, das zu valorisieren. Und genau, Sie sehen hier auch ein Beispiel, also ein Seminarprogramm. Und sehen einfach, was da so die Freiwilligen generell erwartet. Das ist jetzt auf Französisch. Es sind da einfach verschiedene Einheiten. Also es gibt zum Beispiel jeden Tag Sprachanimation. Das ist eine non-formelle Methode. Ist auch etwas, was die Freiwilligen vielleicht auch mal in der Schule einsetzen können, um vielleicht einen kleinen, zu Beginn des Unterrichts oder so, einen kleinen Energizer machen zu können. Sie sehen hier auch zum Beispiel sprachliche Ziele. Also wie gesagt, die sprachliche Dimension ist sehr wichtig. Die interkulturellen Einheiten, die sind hier immer grün markiert. Ja. Und ansonsten ist der Freiwilligendienst oder das Seminar, der Freiwilligendienst ja auch eine gute Möglichkeit, sich mit den anderen Freiwilligen auszutauschen und zum Beispiel auch kann eine gute Basis auch sein, um gemeinsame Projekte entstehen zu lassen. Also zum Beispiel, wenn die Schule einen Austauschpartner sucht, ist das natürlich eine Möglichkeit, weil die Freiwilligen, die deutschen Freiwilligen ja in Frankreich eingesetzt sind und dort Kontakt zu Schülerinnen und Schülern in Frankreich haben. Ja, und die Seminare werden generell auch von uns besucht. Also immer von der DFJW-Ansprechpartnerin der Gruppe wird sie zumindest beim ersten, zweiten und vierten Seminar besucht. Genau, und beim zweiten Seminar führen wir immer individuelle Gespräche mit den Freiwilligen, zu wissen, wie das ihnen geht und ja, wie alles, also was sie für Aufgaben haben, ob das, ja, wie man so eine kleine Betreuung, um zu wissen, ob es keine so Lage mit Missverständnissen gibt oder sonst. Ja. Aber natürlich im Laufe des Jahres sind wir immer erreichbar und können immer ja, Tutoren und Freiwilligen so die Fragen beantworten. Soweit so gut. Haben Sie vielleicht noch ein paar Fragen zu den Punkten, die wir bisher schon besprochen haben? Also wir haben gesehen, dass Matthias Zink den Buchlo ist, glaube ich. Ja, auch eine Frage zu den Corona-Test dann gesprochen hat. Ja, also das war die Gruppe F, wo es ein Problem gab. Es steht genau noch nicht fest, wie meine Kollegin Victoria Seidel beantwortet hat. Es steht noch nicht fest, ob das zweite Seminar so physisch stattfinden kann. Vielleicht wird es dann online stattfinden. Die Antwort haben wir leider noch nicht und das werden wir hoffentlich schnellstmöglich erfahren können, ja, im Laufe Oktober bestimmt. Genau. Ja, okay. Genau, hier haben wir noch eine Frage. Der Unterschied zwischen Betreuer und Anleiter. Also ich weiß gerade nicht, wo das steht. Also generell sprechen wir immer von Tutorinnen und Tutoren, die Ansprechpartner der Freiwilligen in den Einsatzstellen. Und wir sind die DFJW-Ansprechpartner, also die, ja. Betreuer und Anleiter nutzen wir, glaube ich, nicht. Es kann sein, dass das irgendwo stand. Nicht klar. Genau, und es wäre super, wenn wir die Seminare relativ bald haben könnten. Ja, genau. Also wir werden die auf jeden Fall in den nächsten Wochen mitteilen können. Ja, also die nächsten Daten können wir so nächste Woche dann teilen. Wenn es noch nicht gemacht wurde, dann ja, sehr bald. Auf jeden Fall. Und wir verstehen auch, dass das ganze Jahr sich also um die Seminare organisieren müssen, wenn die Freiwillige da sind oder nicht. Meistens, also im Schulbereich, ist das eher ab Mitte November bis Mitte Dezember für das zweite Seminar. Aber wir melden uns noch auf jeden Fall Bescheid. Gut, dann, wenn es zu den Seminaren keine Fragen gibt, gehen wir nochmal einen Punkt weiter. Ja, und Und zwar zu den administrativen Informationen. Genau, also jetzt über ein paar finanziellen Fragen. Also Sie wissen schon, dass die Freiwilligen, also hier steht nicht, dass die richtige Aufwandsentschädigung ist. Das ist für die Deutschen in Frankreich, also für die Franzosen in Deutschland. Das ist allerdings nicht 473 Euro, sondern 522 Euro, 87 Cent
pro Monat und das wird, also pro vollständiges Monat. Und das wird nicht vom DFJW, sondern vom Agence du Service Civique überwiesen. Ja. Genau, und es gibt noch so die Zusatzhilfe, die Pflicht ist, die von der Einsatzstelle dann beigetragen werden muss. Und es ist mindestens 107,58 Euro. Laut des französischen Gesetzes, das haben wir nicht als DFJW festgelegt, sondern die Agence du Service Civique. Und es kann als Geld oder Sachleistung in Form nehmen. Also dieser 107 Euro pro Monat, das ist wirklich das Minimum. Also weniger, so können wir natürlich den Vertrag nicht erstellen. Es kann natürlich auch gerne mehr sein, also und es kann unterschiedliche Formen nehmen, so wie Transportkosten, also Transportkosten, die Nahverkehrskarten oder eine Kantine, wenn es gibt, oder ja, Hilfe bei der Beherbergung zum Beispiel. Ja. Das wäre es für die finanziellen Fragen. Vielleicht jetzt noch für die ganz kurz für die Versicherung. Also alle Freiwilligen sind für die Dauer ihres Freiwilligendienstes europaweit durch den Versicherungsdienst nach der Doppelwalter versichert. Und der Versicherungsschutz besteht aus Auslands-, Krankenversicherung, Berufs- und Privathaftpflichtversicherung und natürlich noch beruflichen und privaten Unfallversicherungen. Das heißt konkret, dass die Freiwilligen dürfen die Klassenfahrten begleiten. Genau. Jetzt vielleicht noch von den Arbeitszeiten. Ich glaube, ich bin noch dran. Genau, die Arbeitszeit besteht auf mindestens 24 Stunden die Woche. Und maximal 35 Stunden. Die Anzahl der Stunden wurden bei der Bewerbung angegeben und dann haben wir auch also die Bewerbung der Einsatzstelle auch dafür genommen. Es handelt sich um einen Richtwert und die Anzahl erscheint in der Vermittlungsvereinbarung auch, glaube ich. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Es dürfen gelegentlich Überstunden gemacht werden, aber die aber natürlich abgebaut werden müssen. Okay, dann, Ja. ja. Zu den Urlaubstagen ist es so, dass die Freiwilligen generell Anspruch haben auf 2 Urlaubstage pro Monat. Das heißt, es wären während den 10 Monaten insgesamt 20 Tage. Allerdings, wenn die Freiwilligen in den Schulferien frei haben, dann haben sie keinen zusätzlichen Anspruch auf Urlaub. Also normalerweise sollten die Schulferien mehr als 20 Tage ausmachen. Das ist die Mindestanzahl und durch die Schulferien kann es auch mal etwas mehr sein. Für bestimmte familiäre Gründe, zum Beispiel ja, Geburt, Hochzeit oder Tod eines Verwandten, gibt es die Möglichkeit, noch zusätzliche außergewöhnliche Urlaubstage zu haben, nämlich 3 bis 10 Tage, je nach Situation. Genau, zum nächsten Punkt, zwei Abwesenheit aufgrund von Krankheit. Wenn die Freiwilligen krank sind, müssen sie die Einsatzstelle sofort darüber informieren am ersten Tag. Das wäre zu empfehlen, mit den Freiwilligen die Prozedur durchzusprechen, ob sie das Sekretariat informieren müssen oder die Tutoren. Da gab es sonst auch schon mal Missverständnisse, deswegen empfehlen wir das. Und auch die Frage, ab wann muss der Freiwillige ein ärztliches Attest einreichen? Also das können Sie als Einsatzstelle entscheiden, ab wann er Ihnen das vorlegen muss. Allerdings müssen die Freiwilligen uns spätestens ab dem dritten Abwesenheitstag eine Kopie vom ärztlichen Attest einreichen. Ja, und auch noch eine wichtige Info, sollten die Freiwilligen unentschuldigt fehlen. Wir hatten schon mal den Fall, dass ein Freiwilliger oder eine Freiwillige mehrere Tage bis zu 2 Wochen gefehlt hat und wir zu dem Zeitpunkt dann erst die Informationen bekommen haben. Also das wäre was auf jeden Fall zu vermeiden ist, einfach aus Gründen. Natürlich, es kann auch mal ein Notfall vorliegen.
Aus vertragstechnischen und versicherungstechnischen Gründen ist es natürlich wichtig, dass die Freiwilligen nicht, nicht unentschuldigt fehlen, und sollte das vorkommen, dann würden wir Sie auch darum bitten, uns zu informieren. Genau. Wir sehen jetzt, dass es schon mehrere Fragen gibt im Chat. Vielleicht können wir dann zusammen kurz durchschauen, so wie das jetzt aussieht. Sind wir bei den letzten Fragen. Also, ich hoffe, dass Sie den Bildschirm jetzt sehen können und den Chat sehen können. Christina, könnt ihr den Chat sehen? Okay, ja, super. Schon gar nicht, welche also, Fragen noch offen sind. Ob es noch offene Frage gibt. Es gab eine Frage von, das wurde schon meistens von Viktor Seidel beantwortet. Es gibt keinen Unterschied, also für uns seitens des DFJW, wenn eine Tutorin, Anleiterin ist oder eine Lehrerin. Wir wissen allerdings, dass als Schulleiterin es gibt vielleicht weniger Zeit, um einen Freiwilligen zu begleiten. Und wir empfehlen auch natürlich, es steht auf die Plattform WFAIN, aber wir empfehlen natürlich, dass die, dass es in dieser Ansatzstelle dann zwei Tutoren gibt und nicht nur eine Schulleiterin oder einen Schulleiter als Tutor gibt, weil zeitlich so nicht passend wird. Für die Vergütung der Freiwilligen haben wir leider so keinen Einfluss. Das geht alles über die Agence du Service Civique, die die Überweisung macht. Wir sind dem Problem bewusst. Wir sagen auf jeden Fall alle Freiwilligen, dass sie uns kontaktieren müssen, falls sie große finanzielle Probleme haben. Und das ist auch eine Information, die wir bei dem Jury, Auswahljury, sagen, falls das erste Monat vielleicht schwierig sein kann und es besser ist, so ein bisschen gespart zu haben. Ansonsten sich sofort und so schnell wie möglich an das DFJW melden. Dann hat man eine Frage zur Zahlung von 107 Euro, ob die Freiwilligen auch mehr verdienen dürfen, genau wie unsere Kolleginnen schon geantwortet haben. Das ist wirklich der Mindestbetrag und es kann deshalb gerne mehr sein auch, und einige Bundesländer zuschussen das auch mit bis zu 200 Euro. Genau, und ich sehe auch bei Dennis Bramstedt, also die Frage über die Versicherungskarte. Es muss alles vorgestreckt werden und dann es wird alles rückerstattet vom Dr. Walter. Und zur Info, das steht nicht in der Antwort von meiner Kollegin Viktor Seidel, glaube ich, das ist Dr. Walter ist eine private Versicherung. Genau, also dann müssen die Freiwilligen sich also als privat versichert melden. Gut. Dann können wir weitermachen. Dann würden wir zum nächsten Punkt kommen, zur Begleitung der Freiwilligen. Ja, die Freiwilligen sind ja jetzt alle hoffentlich gut angekommen. Die Rolle der Tutorinnen und Tutoren beginnt quasi. Natürlich sind sie auch schon vorher, vor Ankunft der Freiwilligen, mit den Freiwilligen in Kontakt gewesen. Aber der erste physische Kontakt ist meistens dann, wenn die Freiwilligen ankommen, am Bahnhof oder am Flughafen. Die Tutorinnen und Tutoren holen die Freiwilligen meistens ab und sind auch dafür zuständig, die Freiwilligen in der Einsatzstelle natürlich zu empfangen. Wir empfehlen dafür den Anfang auch eine Vorstellungsrunde zu machen, dass die Freiwilligen wirklich alle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können. Da manche Freiwillige sich dann ja manchmal auch ein bisschen, schon in Situationen waren, wo sie gemerkt haben, okay, niemand oder einige kennen sie nicht. Deswegen empfehlen wir das einfach, dass die Freiwilligen die Möglichkeit haben, alle Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen. Und oft ist es auch eine Möglichkeit, schon Kontakte zu knüpfen, wenn die Freiwilligen sich für ein bestimmtes Thema interessieren, zum Beispiel, sag ich jetzt mal, auf einen Kunstlehrer treffen und die Freiwillige oder der Freiwillige sich für Kunst interessiert, dass dann da auch schon erste Projektideen entstehen können.
Ja. Ja, von den Profilen der Freiwilligen. Ups. Also die Profile der Freiwilligen sind vor allem französischen Seite sehr, sehr unterschiedlich. Sind auf jeden Fall immer zwischen 18 und 25 Jahre alt. Und es wurde keine Abschlüsse verlangt. Sie haben zumindest ein A2-Niveau bei der Sprache her. Also meistens das Sprachniveau ist zwischen A2 und B1. Manchmal weniger, aber dann mit Erlaubnis der Ansatzstelle, wie es dieses Jahr passiert ist. Und so die Auswahl der Freiwilligen ist wirklich über die Motivation dann basiert und ist unabhängig von Bildungsabschluss oder Vorkenntnissen. Wir achten ebenso bei der Auswahl der Freiwilligen auf die soziale Kompetenzen und daher führen wir auch Sprachanimationsspiele bei den Jurys, bei denen die, also, und wo wir diese soziale Kompetenzen beobachten können. Dieses Jahr wurde das allerdings etwas Schwieriges, weil die Jurys sind online stattgefunden und daher es wurde, dann können wir auch weniger so einschätzen, ob es ein Problem geben wird mit sozialen Kompetenzen oder nicht, aber wir hoffen, dass es dann gut laufen wird. Ansonsten können Sie sich gerne an uns melden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle von Freiwilligen mit psychischen Problemen. Deshalb müssen alle Freiwilligen vor Beginn des Freiwilligendienst eine ärztliche Bescheinigung anreichen an das DFJW und einen Gesundheitsbogen ausfüllen, in dem sie Auskunft über Vorkrankheiten geben. Sie dürfen allerdings auch so die Information nicht mitteilen, wenn sie das nicht wollen. Das ist keine Pflicht. Außer die ärztliche Attest. Aber bei der Gesundheitsbogen sind die Informationen immer vertraulich. Und wir dürfen diese Informationen nicht weitergeben. Aber wir empfehlen die Freiwilligen stark, es mit den Tutoren zu teilen. Also wenn sie vor Ort ankommen, so in den ersten Wochen. Wir bieten ihnen natürlich ein offenes Ohr dafür zu haben. Und vielleicht kann es auch dann Missverständnisse im Laufe des Jahres dann vermeiden, wenn es die Kommunikation dann klar ist. Durch diese Bescheinigung und Gesundheitsbogen versuchen wir, schwierige Fehler bestmöglich zu begleiten, auf jeden Fall, also seitens des DFJW. Trotz aller Maßnahmen gibt es immer manchmal Überraschungen und daher sind auch die regelmäßigen Gespräche sehr wichtig, dass wir in Egibo, der Tutor, der einen kleinen Bericht gemacht hat, das gut erzählt hatte. Ja, wir empfehlen generell auf jeden Fall ein Gespräch zu Beginn des Freiwilligendienstes, um zu schauen, wie sind die gegenseitigen Erwartungen an die Aufgaben und auch an die Begleitung und auch zu schauen, welche Einsatzbereiche sind von Seiten der Einsatzstelle möglich und was sind die Interessen der Freiwilligen. Dann, also das Erste, das kann wirklich wichtig sein, um einfach schon mal so den Rahmen abzustecken und dann ist es natürlich auch empfehlenswert, im Laufe des Jahres mehrere Gespräche zu führen, je nachdem, je nach Freiwilligen, je nach Persönlichkeit, öfters oder ja, also mehr oder weniger. Genau, zum Beispiel haben wir auf unserer Plattform zwei Leitfäden für Gespräche zur Verfügung gestellt, die einfach als Beispiel dienen können. Einmal für monatliche Gespräche, die Sie führen können, welche Fragen Sie da stellen können oder auf welche Themen Sie eingehen könnten. Und dann haben wir noch ein Beispiel auch für vierteljährliche Gespräche, wie man zum Beispiel immer zu Beginn oder immer kurz vor den Begleitseminaren führen könnte, um so ein bisschen einen Rhythmus da drin zu haben. Und das empfehlen wir auf jeden Fall, um einfach die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig Rückmeldungen, Feedback zu geben, wie es läuft, was gut läuft, was weniger gut läuft und was man vielleicht oder wie man vielleicht bestimmte Punkte verbessern kann. Ja.
Und natürlich kann der Rhythmus auch angepasst werden, dass man am Anfang vielleicht regelmäßiger Gespräche führt und dann merkt, okay, das läuft sehr gut und den Rhythmus ein bisschen runterfährt. Ja, wie gesagt, die Beispiele finden Sie auf der Plattform. Genau, also generell dann unsere freiwillige dann Lösung hat auch mehrere Erfahrungsberichte von den Freiwilligen und von den Tutoren von den letzten Jahren gelesen und so mehrere Tipps dann zusammengelegt. Ja, das könnt ihr dann im Poster können Sie jetzt auf dem Bildschirm auch noch lesen. Das sind ja. Also erstens steht das, dass die Freiwilligen gut ins pädagogische Team integriert werden sollen. Ja, die müssen, wir bitten ihnen, also die Freiwilligen als volles Teammitglied vorzustellen. Ja, die Freiwilligen sind manchmal nicht so alt oder fast genauso gleich alt wie die Schüler, wie die ältesten Schüler. Und es kann nötig sein, die Freiwilligen dabei zu unterstützen, so deren Platz innerhalb der Einsatzstelle zu finden und damit sie sich als legitimes Mitglied fühlen können. Ja. Der zweite Punkt ist, auf die Freiwilligen zugehen und sie an Vertrauen gewinnen lassen. Es ist vor allem im ersten Monat also es ist gut oder mit dem Freiwilligen wohlwollend sein. Denn sie oder er kommt aus einem anderen Land, muss eine fremde Sprache sprechen, ihre Kollegen Aufgaben, ihre Kollegen so Aufgaben, die neue Umgebung kennenlernen. Also manchmal ist es sogar das erste Mal, dass sie so lang im Ausland gehen. Ja, und diese Phase des Entdeckens und der Eingewöhnung ist wichtig, vor allem die ersten Monate. Und ja, also ist sehr wichtig für die Angewöhnung und damit die Freiwilligen im Laufe des Monats Vertrauen gewinnen zu können. Ja, der dritte Punkt ist die Betreuung, die Begleitung. Also die Freiwilligen sind generell, aber ganz besonders am Anfang, so wichtig zu betreuen. Am Anfang sollen sie so klare Aufgaben haben. Ja, und dann vielleicht im Laufe des Jahres, dann kann das also mehr flexibler sein oder dann gewinnen die Freiwilligen auch mehr Autonomie, Selbstständigkeit. Aber ja, das ist immer ein bisschen schwierig, dann es ist immer schwierig auch also für die als erste Berufserfahrung zum Beispiel. Und daher, so je klarer die Aufgaben sind, desto einfacher wird das für die Freiwilligen, um in den nächsten Wochen sich entwickeln zu können und mehr Selbstständigkeit zu haben. Ja, der vierte Punkt ist ja, so die Freiwilligen unterstützende Aufgaben geben. Das heißt, ja, das sind keine Arbeitnehmer, wie schon gesagt. Infolgedessen, also dürfen sie nicht die gleiche Verantwortung wie Teammitglieder haben. Und ja, die müssen nicht auch nur in den Unterricht unterstützen, die können auch AGs anbieten oder außerschulische Aktivitäten dann veranstalten, wenn sie das möchten. Wenn Sie als Tutor das möchten und wenn die Freiwilligen das auch möchten. Und der letzte wichtigste Punkt ist, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, damit die Freiwilligen sich bei Problemen oder Schwierigkeiten an Sie wenden können. Also wir empfehlen immer, die Freiwilligen sich in den Tutoren zu wenden, falls es Probleme gibt. So erstmal mit ihnen ja, die Unsicherheiten dann so mitteilen. Aber manchmal trauen sie sich nicht immer und mit einer vertraulichen Atmosphäre, dann geht es einfacher. Ja. Jetzt können wir weiter, glaube ich. Genau, dann wollten wir Sie noch auf einige Dokumente verweisen, die Sie auf der Plattform Wir-Wald-In finden können. Dort in der Bibliothek sind einige Dokumente, die für Sie interessant
sein können, interessant sind. Einmal ein Leitfaden für die Einsatzstellen, wo Sie einfach auch nochmal, wie jetzt auch Infos zum Freiwilligendienst bekommen, praktische Tipps zum Freiwilligendienst und zur Begleitung. Dann gibt es einen pädagogischen Leitfaden für Tutorinnen und Tutoren. Das ist etwas allgemeinerer Leitfaden, wo es wirklich um Konzepte, um pädagogische Konzepte geht, um Theorien, also auch um die Frage des Kulturschocks und die Anpassungsphase der Freiwilligen. Das ist etwas, wo Sie auch gerne einmal reinschauen können. Und dann finden Sie auch den Leitfaden für die Freiwilligen auf der Plattform, der Leitfaden, der den Freiwilligen zur Verfügung steht. Einen Krisenplan, also für bestimmte Notfallsituationen bekommen Sie da Infos, wen Sie kontaktieren können. Es gibt zum Beispiel auch eine Notfallnummer vom DFJW, die dort auch notiert ist. Und ansonsten finden Sie dort auch das Infoblatt zur Corona-Situation. Also wir hatten Ihnen ja eben am Anfang auch schon ein paar Infos über die aktuelle Situation gegeben. Und die Infos bekommen Sie finden Sie in diesem Infoblatt, das sich auch in der Bibliothek befindet. Sie können sich einfach mal die Dokumente anschauen, genau, und natürlich auch noch die Leitfäden für die Gespräche, für die monatlichen oder Quartalgespräche. Ja, das Webinar ist ganz bald zu Ende. Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie das sehr gerne jetzt schon abtippen, sodass wir noch dazu kommen können. Also wir warten mal ein bisschen, dass Sie dann alles noch schreiben und teilen die allerletzte Infos noch mit. Genau, dann würden wir einfach nochmal auf die Fragen gucken. Genau, es wurde einmal nach der Anschrift von Dr. Walter gefragt. Also generell, die Freiwilligen haben auch einen ausführlichen Leitfaden zur Versicherung bekommen, wo die genauen Infos auch drinstehen, an wen sie die Belege, also die Rechnungen und Belege einreichen müssen, wenn sie beim Arzt waren. Dann gibt es noch eine Frage zur Zahlung der Aufwandsentschädigung. Da können sich die Freiwilligen gerne individuell nochmal an uns wenden, wir können das auf der Plattform der Agence du Service Civique nachschauen, wie der aktuelle Bearbeitungsstand ihre Unterlagen ist. Die Freiwilligen müssen nämlich einen Vertrag unterschreiben und der wird dann an die Agence du Service Civique weitergeleitet. Deswegen können wir nicht generell sagen, wann die erste Zahlung kommt. Das ist wirklich bei jedem Freiwilligen, kann das je nach Bearbeitungsstand und ob noch Dokumente gefehlt haben und ähnliches unterschiedlich sein. Genau, ich sehe jetzt, dass es noch ein paar Informationen gibt, also von Frau Rumburg, oder hast du das gerade, Christina, dann beantwortet? Noch nicht, ne? Da gab es zwei Fragen, genau, die zweite noch nicht. Die zweite Frage war, ob Sie eine formlose Teilnahmebescheinigung für das Webinar haben könnten. Das können Sie auf jeden Fall, wir werden Ihnen auf jeden Fall noch... Ich höre etwas im Flur, dass Lorin dann kurz das abschalten könnte, das wäre super. Vielen Dank im Voraus. Wir können auf jeden Fall noch die Tagesordnung haben wir schon per E-Mail geschickt. Ich kann es gerne wieder machen. Einen Link zum Video werden wir Ihnen auch noch schicken können, der nächsten Tage. Und warum nicht das PDF auch? Das können wir sehr gerne noch machen. Und dann, was war die Frage? Und die Frage war bezüglich einer Teilnehmerbescheinigung. Also wenn Sie da eine Bescheinigung nochmal separat brauchen, kontaktieren Sie vielleicht am besten Ihre DFW-Ansprechpartnerin separat nochmal und dann können wir Ihnen das auch schicken. Ja, das ist vielleicht das Einfachste, genau. Mhm. Ja. Okay. Eine Frage zu der Anmeldung. Genau. Das ist die Frage, wie dringend die Anmeldung ist. Also normalerweise ist es so, dass man sich innerhalb von 2 Wochen anmelden muss. Sie schreiben jetzt, durch Corona gibt es keine Termine. Ich gehe dann davon aus, dass sich dadurch natürlich die Anmeldung auch später erfolgen kann. Da müssen Sie vielleicht einfach beim Einwohnermeldeamt nachfragen. Aber wenn die keine Termine vergeben können, dann werden Sie ja wahrscheinlich nicht
erwarten können, dass man sich innerhalb der 2 Wochen anmeldet. Also würde ich einfach sagen, der nächstmögliche Termin, und denke, dass das dann kein Problem sein sollte. Ja, ich lese auch von Bettina Richter, ob wir außer den schon genannten Ideen weitere Aufgaben die Freiwilligen schon übernehmen können. Ja, also wir haben zwar, also so natürlich, also im Laufe des Jahres so immer mehr und mehr Ideen von Aufgaben von alle Schulen und alle Tutoren. Es gibt eine Zusammenfassung in dem Leitfaden für Ansatzstelle. So dieses Leitfaden können Sie auf die WFAIN-Plattform hochladen oder bald hochladen. Ich glaube, das ist noch nicht online, aber das kommt noch in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche auf jeden Fall. Und ja, da haben Sie, ich glaube, so 2 oder 3 Seiten mit unterschiedlichen Aufgaben von Freiwilligen. Ansonsten können Sie auch gerne Ihre Ansprechpartnerin vom DFJW dann anrufen und ja, darüber so können wir auch noch genauer so sprechen, was für Aufgaben so diese genau Freiwillige dann machen könnte oder nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das genau so viel mehr hilft, aber und ja, es gab noch eine Frage zum Führungszeugnis und zum Masernschutz. Also das polizeiliche Führungszeugnis haben wir generell von den Freiwilligen angefordert. Wenn Sie das auch benötigen, können Sie uns auch einfach nochmal separat kontaktieren. Bezüglich Masernschutz müssen Sie eine E-Mail bekommen haben. Darüber haben wir die Freiwilligen informiert. Und da müssten Sie einfach individuell mit den Freiwilligen schauen, wenn Sie da den Nachweis brauchen, dass die Freiwilligen Ihnen den zukommen lassen. Genau, also wir sehen, dass es noch eine Antwort kommt und vielleicht auch so bestimmt auch noch die letzte Information. Wir haben jetzt schon die 10 Minuten über nachgezogen. Wir warten auf die letzte Information und es ist 2 Personen tippen noch. Okay, genau. Also ja, jetzt kam nochmal die Info, genau, dass der Nachweis noch nicht vorliegt bezüglich Masernschutz. Also einfach nochmal mit den Freiwilligen direkt am besten drüber sprechen und sie bitten, dass ihnen das Dokument zu überreichen. Da wird es ja individuell dann ein richtiges Problem zu sein. Ja, also wir werden jetzt demnächst das Webinar schließen. Ich wollte vielleicht nur ganz kurz mitteilen, also nach 5 Jahren in der DFJW, dann kehre ich in die Bretagne zurück ab Ende Februar und werde dann nicht mehr die Freiwilligen so für das komplett vollständige Jahr begleiten können. Aber eine Nachfolgerin dann wird sich auch noch um die Gruppe C und F weiter kümmern. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, mit Ihnen allen gearbeitet zu haben. Christina, möchtest du vielleicht noch? Ja. Genau, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben uns über Ihre Fragen gefreut und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Und wenn Sie generell Fragen haben, können Sie sich immer natürlich an uns wenden, am besten einfach an die entsprechende Ansprechpartnerin. Und dann antworten wir Ihnen gerne auch per Mail oder telefonisch. Genau, wir bleiben immer sehr gerne zur Verfügung, genau, telefonisch oder per E-Mail. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Und ein schönes Jahr mit den Freiwilligen an Ihnen. Tschüss. Tschüss.